Prinzip bin ich ja nicht gegen Damn Plastic, sondern eher gegen Damn People. Das heißt, ich bin eigentlich gegen den Umgang, was die Menschen eigentlich mit dem Plastik so verursachen. Da bin ich echt dagegen. Also es geht nicht darum, dass Plastik an sich schlecht ist. Im Prinzip ist es einer der geilsten Stoffe, die wir jemals erfunden haben. Aber wenn wir nicht damit umgehen können, dann müssen wir es quasi wegnehmen. Und das probieren wir quasi zu ersetzen mit coolen Alternativen. Okay, zugegeben, wir hätten diesen Beitrag auch so beginnen können. Man muss aber nicht immer mit erhobenem Zeigefinger durch die Welt laufen und versuchen, diese zu verändern. Man kann das auch mit Lebensfreude, so wie hier im Shop von Viktoria Neuhofer in der Salzburger Innenstadt machen. Also wie ich auf die Idee gekommen bin. Also erstens bin ich ein wahnsinnig ideengetriebener Mensch und ich habe ständig irgendwas, was ich neu machen will. Die Idee ist eigentlich so gekommen, dass ich eigentlich durch diese News und so weiter gemerkt habe, dass Nachhaltigkeit natürlich immer wichtiger wird, klarerweise. Und eigentlich bin ich durch dieses Forschen draufgekommen, was ich viel Schlechtes tue. Und bin dann eigentlich beim Feiern mit meiner besten Freundin, wir gehen ja nicht so oft durch, durchs Arbeiten und Studium und hin und her, aber eigentlich dann eben, wenn man als letztes heim geht, siehst du den ganzen Dreck, den du hinterlässt eigentlich. Und dann denkst du so, muss das Feiern echt so eine Umweltsünde sein? Also bin ich jetzt echt dafür verantwortlich, dass das da alles da herumliegt? Und im Grunde ist es ein Ja. Und ich habe gesagt, das muss ich ändern, das möchte ich ändern und es muss nicht so sein, dass es so ist. Stellt sich jetzt natürlich auch die Frage, wie kann man den Müll vermeiden und aus einem Event ein Green Event machen, die mittlerweile schon im Vormarsch sind? Also die Events aus meiner Sicht müssen so ausschauen, dass der Mensch sich im Prinzip jetzt nicht verändern muss. Also er sollte jetzt nicht aufs Feiern verzichten oder weniger trinken oder wie auch immer, dass er beim Kopf bleibt, sondern es sollen Produkte so eingesetzt werden, dass ich am Ende das da kann, was ich jetzt tue und von mir aus auch meinen Becher da am Boden haue, aber dieser Becher einfach der Umwelt nicht schadet. Das heißt, es sind dann essbare Sachen, es sind essbare Becher, Besteck, Teller und was auch immer, inklusive den Bandeln, Kleidung. Es wird alles so sein, dass wenn es am Boden landet, das eigentlich nicht der Umwelt schadet. Tue Gutes und verbreite es, das ist ebenfalls ein Motto von Viktoria Neuhofer, denn ihr Konzept soll sich durch Franchise verbreiten. So gibt es Kappen, die aus Plastikflaschen gemacht wurden, Taschen aus alten Segeln und auch die Preisschilder sind etwas ganz Besonderes. Wir schauen auf Kleinigkeiten wie unsere Produkttext, das heißt unsere Preise sind auf wachsendem Papier draufgeschrieben. Wenn du dann daheim bist und es gekauft hast, dann kannst du es einfach in den Garten werfen und dann wachsen Blumen oder Gemüse oder sonst noch coole Dinge raus. Unser World Changer Fazit, es ist ein durchdachtes Konzept und Umweltschutz muss nicht immer öko sein. I'm happy. It's about small, sustainable choices. It's Damn Plastic.